Hallo Leute, grüß euch bei meinem neuen Videoblog. Und ja, endlich braucht man wieder mal die Sonnenbrille, denn der Mai war, naja, bei uns im Osten Österreichs nicht besonders, naja, für uns Flieger brauchbar, würde ich einmal sagen. Ein paar Tage waren recht nett zum Fliegen, aber wirklich nur eher selten und nicht so ergiebig. Und jetzt im Juni haben wir endlich wieder mal so richtig von heute auf morgen Hochsommer mit Temperaturen deutlich über 30 Grad. Nun denn, das ist natürlich auch der Grund, warum es jetzt einmal ein bisschen längere Pause wieder gegeben hat, denn Fliegen ist halt, was soll man sagen, ein Outdoor-Sport. Aber das wisst ihr doch eh alle, nehme ich einmal an, hoffe ich. Na gut, ihr habt das eh schon eingangs gesehen, es geht wieder mal um einen Gleitschirm und zwar um den MacPara Elan 2, ein C-Schirm. MacPara, eine tschechische Firma, die vielleicht nicht ganz so bekannt ist bei uns in Österreich. Naja, bekannt vielleicht schon, aber nicht so weit verbreitet ist. Das hat mich aber auch ein bisschen neugierig gemacht, weil MacPara gibt es ja schon länger und wir bauen sicher auch ganz gute Gleitschirme. Und da bin ich mir auch sicher, weil der MacPara, der Elan 2, C-Schirm eben, der hat mir ganz gut gefallen. Und dem möchte ich euch gern in dem Video vorstellen und ja, kann nur ansagen, viel Spaß für die nächsten Minuten, ja, weiß nicht, ob es längere Minuten werden, das wird sich dann auch beim Schneiden des Videos herausstellen und ja, wir sehen uns dann nach der Vorstellung, viel Spaß. Zuerst einmal ran ans Tuch. Ja, der MacPara Elan 2 ist als Semi-Light-Gleitschirm ausgelegt. Das heißt, die Kappe ist nicht unbedingt normal unter Anführungsstrichen gebaut, aber auch nicht unbedingt als ultraleicht. Ich hatte die Größe 28, das entspricht bei MacPara der L-Größe und die Schirmkappe hat ein Gewicht von 5,2 Kilogramm, also durchaus Walk and Fly geeignet. Wie alle neueren Konstruktionen auch, ist der Elan 2 ein Stäbchenschirm. Ja, aber keine Angst, die Stäbchen reichen nicht durch den ganzen Schirm durch, sie sind nur im Eintrittsbereich des Profils, also im vorderen Bereich des Flügels. So kann man, wenn man will, den Elan 2 auch herkömmlich, also unter Anführungsstrichen, normal packen und muss nicht unbedingt den mitgelieferten Schlauchpacksack verwenden. Der Elan 2 ist recht aufwendig konstruiert. Da steckt viel Know-how drinnen. Das sieht man gleich am ersten Blick. Ja, und die Qualität der Konstruktion ist auch gut. Die Fangleinen des Elan 2 sind aus Aramid und fast schon, kann man sagen, ja, eine Seltenheit. Sie sind farbig ummantelt. Dieser Umstand der farbigen Kodierung der Leinenebenen wird mit Sicherheit Aufsteigern aus der B-Klasse oder gar aus der High-End-A-Klasse sehr entgegenkommen. Ein kleines Aber gibt es aber dennoch, denn, wie schon hier erwähnt, die Leinen sind aus Aramid und Aramid-Leinen sind von Grund auf etwas steifer als oft verwendete Dyneema-Leinen. Ja, und da muss man halt bei den Startvorbereitungen schon ein bisschen mehr aufpassen, weil die Leinen neigen doch ein bisschen zur Schlaufenbildung. Dies ist aber Meckern auf sehr hohem Niveau, würde ich einmal sagen. Man darf ja nicht vergessen, das ist ein C-Schirm und MacPara sagt dazu ein Hochleistungsschirm. Ja, und das sieht man natürlich auch gleich an den Tragegurten, denn diese sind recht dünn ausgeführt, ja, der Leistung halt geschuldet und klassentypisch an der C-Ebene, also den C-Tragegurten, sind sehr gute, grifffreundliche C-Handles angebracht. Was wiederum nicht unbedingt klassentypisch ist, der Elan 2 hat geteilte A-Tragegurten. Dies erleichtert natürlich das Ohrenanlegen schon ganz beträchtlich. MacPara liefert mit dem Elan 2 einen durchdachten und liebevoll gestalteten Schlauchpacksack. Dieser ist nicht nur sehr leicht, sondern er besitzt auch innen festmontierte Backbänder, die das Verrutschen des Gleitschirms beim Backen gut sichern. Und nicht nur das, es gibt sogar eine Tasche,
die selber mit einem eigenen Reißverschluss gesichert ist, für die Eintrittskante. So ist der Schirm wirklich perfekt geschützt und verpackt. Dank der Semi-Light-Bauweise ist das Packvolumen des Elan 2 recht übersichtlich. So ist dieser auch für gelegentliches Walk and Fly, wie hier schon gesagt, in Kombination mit einem leichten Gurtzeug sicher geeignet. So, aber jetzt ab in die Luft. Wir wollen ja schauen, was der Schirm so in seinem bestimmten Element so macht. Und bekanntlicherweise vor dem Flug kommt der Start. Und das möchte ich noch vorher, vor dem Flug, hier ein bisschen abhandeln. Gerne spiele ich mich mit einem mir unbekannten Gleitschirm ein wenig, ja, wenn es der Platz am Startplatz zulässt natürlich, ja, um den Schirm ein bisschen schon im Bodenhandling kennenzulernen. Und manchmal hat man auch Glück, sehr hilfsbereite Piloten am Startplatz anzutreffen. Dankeschön. Das ist aber lieb von dir, danke. Ich wollte noch ein bisschen probieren. Hä? Eigentlich wollte ich noch ein bisschen probieren, aber es passt schon. Danke. Sorry. Nein, ist okay. So, und nun zu den Starteigenschaften des Elan 2. In den verschiedenen Foreneinträgen, ja, da konnte ich immer wieder lesen, dass der Elan 2 ein sehr guter und einfach zu startender Gleitschirm ist. Naja, ich sehe das ein bisschen differenzierter, denn was mir aufgefallen ist, dass der Elan 2 gerne wegdreht, also um die Hochachse. Und das kann einmal, gerade bei schwierigen Windverhältnissen, ein wenig tricky werden. Was mir ebenfalls aufgefallen ist, dass wenn die Schirmkappe beim Start den Zenit erreicht, ja, dann wird es recht flott und die Kappe muss abgebremst werden, dass der Schirm nicht, ich meine jetzt auch nicht schießt, aber an regelrecht davon fliegt. Dass der Elan 2 eine Startsau ist, möchte ich auf alle Fälle verneinen. Es muss einem halt klar sein, es ist ein C-Schirm, der offensichtlich sehr flott und sehr wendig ist und das bedarf halt schon ein bisschen Eingewöhnung und Beschäftigung mit dem Gleitschirm. Das muss einem klar sein. Ein Selbststarter ist der Schirm nicht. Was ich hier noch nicht erwähnt habe, man sieht es hier gerade sehr schön im Bild, dass neben den Fanglinern auch die Tragegurte selber farblich kodiert sind. Dies kann natürlich beim Bodenhandling recht hilfreich sein, besonders für Umsteiger von niedrigeren Schirmklassen. Jetzt wird es aber Zeit, ab in die Luft. Schon nach den ersten Flugmetern fällt einem gleich auf, der Elan 2 ist ein ganz schön flotter Geselle. Aber dennoch, beim Start, ja, man hebt recht schnell ab. Und auch die ersten Kurven mit dem Elan 2, ja, die zaubern ein Lächeln ins Gesicht. Mit Gewichtsverlagerung und nur relativ wenig Zug an den Bremsleinern. Ja, und schon macht man die ersten Höhenmeter. Das macht Freude. Da hat MacPara wohl nicht zu viel versprochen. Ja, und der gelbe Gleitschirm, man sieht ihn da im Bild, er sticht auch schön heraus. Schauen wir mal, wie sich der Elan 2 Punkto Steigen so verhält. Jo, man sieht es gleich, wow, er nimmt das Steigen wirklich ganz gut mit. Ja, wird auch dem Handling geschuldet sein, das geht wirklich gut, ja. Ich denke, man kann sagen, der Elan 2 steigt ganz gut. Das Thermikurbeln mit dem Elan 2 macht, man sieht es ja hier, so richtig Spaß. Das Handling dazu ist perfekt.
Ja, und man braucht auch die Bremsleine nicht so weit herunterziehen. Der Steuerweg ist, na, ist ein C-Schirm, ganz angenehm. An diesem Flugtag war es ein bisschen sportlicher in der Luft. Also ideale Bedingungen, einen Schirm einmal so in knackiger Thermik. Man sieht es ja gleich rechts oben in den Datenkasten. Da geht es ganz schön rauf. Ja, da kann man einen Schirm wirklich ein bisschen testen und was drüber sagen. Der Elan 2 fühlt sich in starker, enger, ruppiger Thermik so richtig wohl. Und dabei unterstützt einem der Schirm gewaltig, denn er ist sehr ruhig und gelassen. Also es kommt kein Stress auf. Naja, so würde ich einmal sagen, der Schirm ist sicher für streckenfluginteressierte Piloten sehr interessant. Ja, und zum Streckenfliegen gehört ja bekanntlicherweise auch das Geradeausfliegen, also sprich das Gleiten. Ja, und da kann der Elan 2 auch ganz gut mithalten. Durch die etwas höhere Trimgeschwindigkeit des Flügels stellt sich der Schirm bei Böeneinwirkung nicht so stark auf. Und das kommt natürlich der Gleitleistung auch zugute. Der Elan 2 ist im beschleunigten Flug ganz brav. Der Beschleuniger ist recht wirksam, man kann sagen, bis etwas über Halbgas hält er ganz gut die Gleitleistung. Der Beschleuniger lässt sich mittelkräftig betätigen. Interessant ist natürlich auch, wie der Elan 2 bei etwas schwächeren Bedingungen steigt. Durch die etwas höhere Trimgeschwindigkeit bedarf es dann natürlich Feingefühl, also dezent bremsen, Körpereinsatz und genau gefühlvoll kreisen. Dann klappt es auch sehr gut bei schwächeren Bedingungen. Darauf müssen sich dann halt Piloten einstellen, die von langsameren Schirmen kommen, also die High-B-Schirme sind da meistens ein bisschen langsamer in Trim, oder vielleicht sogar von Mid-B-Schirmen, da muss man halt an seinen Pilotenskills etwas arbeiten, dass man das optimale Steigen auch bei schwachen Bedingungen ausnützen kann. Der Schirm kann es, der Pilot muss halt das Gefühl dafür haben. Was mir bei diesem Flug besonders angenehm aufgefallen ist, dass der Elan 2 trotz starker Thermik, die windzerrissen war, richtig, ich möchte schon sagen, stoisch war. Aber es für den C-Gleitschirm sehr angenehm in der Luft. Also alles perfekt für lange Streckenflüge. Ein Flug endet ja bekannterweise mit einer kontrollierten Landung. Ja, und das geht mit den Elan 2 ganz problemlos. Für den C-Gleitschirm hat er einen langen Bremsweg zur Verfügung. Der Bremsdruck nimmt dann deutlich zu. Also so kann man ungewollt absichtlich den Elan 2 nicht so schnell abreißen. Ich hatte erfreulicherweise die Möglichkeit, den Elan 2 auch einmal bei etwas anspruchsvolleren Soaring-Bedingungen fliegen zu können. Man konnte dies ja schön beim Start sehen. Wir hatten hier einen ziemlichen Südwindeinfluss und das ist bei einem Ostwind ausgerichteten Startplatz nicht besonders günstig. Aber dank des guten Handlings des Elan 2 kann man da wirklich gut aussteuern. Also war das im Grunde dann doch nicht ein besonders großes Problem. Bei diesem Flug war, wie hier schon sehr oft erwähnt, die höhere Trimgeschwindigkeit recht angenehm und natürlich auch die hervorragende Wendigkeit. So konnte man da, man sieht es ja da schön,
fast am Stand umdrehen. Und dank dieser genannten Vorzüge konnte ich mich doch etwas länger halten, obwohl der Wind immer ungünstiger, also sprich seitlicher und stärker wurde. Also das Aufwindband wurde immer schmaler und im Grunde auch schwächer. Ja, der Flug war unterm Strich ganz nett. Ja, kommen wir mal zum Resümee über den Magpara Elan 2. Auf der Homepage von Magpara ist folgender Spruch über den Elan 2 zu lesen. Und da steht, Fly in Peace. Naja, mancher böser Zeitgenosse könnte da vielleicht den Scherz machen und sagen, ja, hoffentlich heißt es dann nicht einmal Rest in Peace. Aber, Scherz beiseite. Ich denke, ihr versteht schon, was da gemeint ist. Und ich stimme da Magpara auf alle Fälle zu. Der Schirm ist ein ausgesprochen angenehmer Zeitgenosse. So kann ich den Elan 2 Piloten empfehlen, die wirklich vorhaben, Strecken zum Fliegen und auf einen High B liebäugeln. Schaut euch doch einmal den Elan 2 an. Also, ich würde sagen, ist zwar ein C-Gleitschirm, aber sicherlich nicht sehr viel anspruchsvoller wie so mancher High-B-Gleitschirm. Und was eben den erhöhten, unter Anführungsstrichen, Anspruch geht, das sind meiner persönlichen Meinung nach nur zwei Dinge. Das wären eben die etwas anspruchsvolleren Starteigenschaften des Elan 2, wie gesagt persönliche Meinung, aber keine Startsau. Das, man muss sich halt ein bisschen damit beschäftigen. Das kann ja kein Problem für einen interessierten und versierten Piloten sein. Und das Zweite, was ich da meine, ist bedingt durch die etwas höhere Trimgeschwindigkeit des Elan 2, ist der Pilot bei schwachen Bedingungen ein wenig gefordert. Mit entsprechendem Körpereinsatz und einem feinen Händchen an den Bremsen steigt der Elan 2 auch bei schwachen Bedingungen recht gut. Und das, obwohl ich den 28er Elan hoch belastet habe. Er ist angegeben bis 112 kg und ich bin ihn mit ca. 106-107 kg Abfluggewicht geflogen. Mag gut sein, wenn man den Schirm geringer belastet, dass die Steigeigenschaften, besser gesagt das Flugverhalten, bei schwachen Bedingungen etwas einfacher wird. Unterm Strich, mir hat der Elan 2 ausgesprochen gut gefallen. Ja, und das nicht nur zum Streckenfliegen. Daumen hoch, Magpara! Jo, und das war schon wieder mit dem Videoblog. Ja, und ich hoffe, er hat euch gefallen und ihr konntet ein paar Informationen mitnehmen. Und ja, dass mir der Schirm gefallen hat, denke ich, war ja nicht zum Übersehen, besser gesagt zum Überhören. Ich muss sagen, interessantes Gerät und sicher Alternative für so manchen High-B-Piloten, der vielleicht doch mit der C-Klasse liebäugelt. Ja, und dann möchte ich mich noch abschließend beim Bergersteiger vom Parashop in Kössen sehr, sehr herzlich bedanken, dass er mir den Schirm so unproblematisch zur Verfügung gestellt hat. Es ging wirklich flott und vor allem, dass ich ihn auch ein bisschen länger behalten durfte, dass er Geduld mit mir gehabt hat, denn im Mai war es halt nicht wirklich toll zum Fliegen und dann im Juni, dann ja, stand ja dann auch bald das Kössener Testival an und ich hoffe, Pierre, falls du das Video siehst, dass du den Schirm noch rechtzeitig, zumindest von einem schönen Wochenende, wo es ja dann fliegbar war, den Schirm auch bekommen hattest, dass du den Schirm auch andere Piloten zur Verfügung stellen konntest. Und falls ihr dabei sein solltet, die das Video da jetzt sehen, schreibt doch auch drunter, was ihr über den Schirm sagt. Das würde mich echt interessieren, denn ich finde den Schirm gerade für aufsteigende Piloten von der B-Klasse sehr interessant. Nun gut, das war es eben wie gesagt schon einmal. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Dann geht es wieder um ein anderes Thema, mal kein Gleitschirm. Lasst euch überraschen. Hoffe, dass es dann ein bisschen flotter geht. Ist nicht ganz so wetterabhängig,
Aber dennoch soll das Wetter auch halbwegs schön sein. Und ich muss ein bisschen Zeit haben. Momentan bin ich mit anderen Filmprojekten ein bisschen eingedeckt. Aber das wird schon klappen. Schauen wir mal. Das sollte sich im Juni noch ausgehen. Der nächste Videoblog. Lasst euch überraschen. War schön, dass ihr wieder da wart und mir zugeschaut habt. Lasst mir einen Daumen hoch oder ein Herzerl, je nach Plattform da. Würde mich sehr freuen. Das motiviert. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir drunter. Ich werde sie so schnell ich kann und hoffentlich, dass ich es auch sehe. Gerade auf YouTube kann man mal so Privatnachrichten übersehen. Ich schaue da, muss ich ehrlich sagen, nicht zu oft. Deswegen verzeiht es mir, wenn es einmal ein bisschen länger dauert, wenn ihr Fragen habt mit der Antwort. Aber wenn ihr meinen Text unten das schreibt, dann schaue ich schon immer wieder mal regelmäßig und sehe ich es, wenn ihr Fragen habt. Nun denn, hat mich gefreut, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Servus! Ah, jetzt brauchen wir doch die Sonnenbrille. Ciao!